Ich hätte die Ochs eher mitgenommen. Wenn es nach Ruhm und Lob ein Produkt meiner Psyche? Das ist das Valhallas Altenheim. Ihn herum einstürzen lassen. Da hat der seine Romane geschrieben? Scheiße, Uiuiui. Im Licht sind wir sicher, Alan. Uiuiui. Taugt dir, Rose. Sehr aufdringlich. Rose, oder? Aus dem Diner. Es tut mir leid, dass ich die Baller Baller genannt habe. Da. Ich konnte das runde Fenster im Writers Room auf dem Foto. Vor allem flieh und wohin? Tschüssi. Ich hätte die Axt eher mitgenommen. Ich hatte nun das Buch. Bereit für mein Ende von Return. Ich musste zum Writers Room, um den Schrecken zu beenden. Na klar, und jetzt haben wir überhaupt keine Knarre mehr. Dies war ein zwanghafter, egozentrischer Albtraum. Alles drehte sich um ein eitles Monster von einem Schriftsteller und sein letztes göttliches Werk. Der Roman Return wurde wahr. Doch er endete nicht. Er breitete sich aus. Jetzt sind wir in Writer's Room, ha? Huh? Geh in den Autorenraum. Ich musste den Autorenraum erreichen, um ein neues Ende zu schreiben. War Scratchs Bedürfnis nach Ruhm und Lob ein Produkt meiner Psyche? Dann das ist das Valhallas Altenheim. Ihn herum einstürzen lassen. Da hat der seine Romane geschrieben? Okay. Ja, da ist zu. Da darf ich nicht. Wir haben nothing. Überhaupt nichts. Was soll der Rotz? Kann ich da durch? Auch nicht. Da unten ist auch zu, oder wei? Ja. Mal jetzt da durch das ganze Irrenhaus durchrennen, oder was? Ungeil. Alice? Oh no. Was war das? Alice war tot. War das eine Falle oder eines von Scratchs Folterspielchen? War wahrscheinlich beides. Kann ich da was aufsammeln? Ah, ich höre schon was. Da darf ich nicht durch, war ja klar. Gerängt dem auch nichts. Da war ein Safe Room, das weiß ich. Aber na, ich darf gar nichts machen. Gar nichts. Scheiße. Ja, halt die Klappe. Du bist doch bescheuert. Scheiße. Okay, weiter geht's.
Ui, ui, ui. Im Licht sind wir sicher, Alan. Ui, ui, ui. Aber Doug, er ist Rose. Sehr aufdringlich. Rose, oder? Aus dem Diner. Es tut mir leid, dass ich die Boiler Boiler genannt habe. Um dich zu retten. Ich habe die Anweisungen erhalten und all deine Nachrichten gefunden. Im Radio, im Wind, in den Foren auf meiner Alan Wake Fanseite. Was? Nein, Rose, ich habe dir keine Nachrichten hinterlassen. Oh, verstehe. Ja, Alan, nur ein Verrückter würde glauben, dass du Geheimnachrichten zurückgelassen hast. Ja, Alter. Aber jetzt musst du deinen Hintern nach oben bewegen, okay. Alan. Die Scheiße schreibt sich nicht von selbst. Egal, was William Shakespeare auch gesagt hat. Stimmt. Danke dir, Rose. Ich tue, was ich kann. Wir bekommen keine Sachen, oder? Nö. Oben. Der Autorenraum muss sich auf dem Dachboden befinden. Dort sind die Fenster. Ja, das ist doch der eine Raum, hä? Wir sehen uns einmal alles an und treffen uns dann, Tom. Ich habe alles für die Besucher vorbereitet. Als nächstes wische ich den Boden in deinem Zimmer. Dafür braucht man nur Wasser und Willeder. Willeder. Wasser ist der älteste Balsam. Es findet immer einen Weg. Was Wasser bringt, das nimmt es. Es kann sauber oder dreckig sein. Leben geben oder es ertrinken. Arti, hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Hey, das musst du eigentlich immer. Hilfst du mir noch einmal, meinen Weg zu finden? Ein Teufel ist in die Fischfalle getappt. Lass dich davon nicht erschrecken. Nicht, dass du dir in die Hose machst. Okay. Ich mach die Tür für dich auf, Tom. Dankeschön. Na also. Klar wie Kloßbrühe. Klar. Das ist das Ende vom Lied. Danke, also, Arti. Ja, ich wollte auch sagen, danke, Arti, aber irgendwie bist mir du doch nicht suspekt. Mach auf jetzt. Handlungstafel. Ich musste das Ende schreiben und ich hatte nur eine Chance, es richtig zu machen. Das Ende von Dunkirk war ein ewiges Hirschfest, das sich ausbreitete. Irgendwann würde Scratch die Welt in seinen Albtraum stürzen. Ich musste das verhindern. Ich musste noch ein Kapitel für Return schreiben. Ja, dann schreib holt. Was glaubst du, warum dass wir da sind? Ich brauchte ein Ende, das auf den Ereignissen von Return aufbaute und uns schlussendlich retten würde. Nur ein perfektes Ende würde funktionieren. Ein perfektes Ende würde uns alle retten. Dann schreiben, perfektes Ende. Schreiben. Alles hing davon ab. Von mir. Scratch würde jeden Moment durch diese Tür stürmen, um mich aufzuhalten. Dann fang auf. Sämtliche Handlungsfäden baumelten in meinem Kopf. Es fühlte sich plötzlich unmöglich an. Etwas regte sich im Zimmer und kam auf mich zu. Eine Idee. Ha. Das Ende muss zum Genre passen, wenn es funktionieren soll. In Horrorgeschichten gibt es nur Opfer und Monster. Wenn es einen Helden gibt, wird dieser einen hohen Preis bezahlen. Och nö. Ich werde Logan und Casey nicht der Geschichte überlassen. Sie wurden da hineingezogen. Sie müssen überleben. Ohne Wenn und Aber. Nicht nur er. Wir müssen alle retten. Was passiert jetzt? Das Ende wird so oder so düster werden. Je mehr Menschen wir retten, desto höher der Preis. Und der Held wird dafür bezahlen. Da muss der Held dafür bezahlen. Lass doch das Monster bezahlen. Etwas war anders. Mich in einer Vision zu sehen war neu.
Aber es passte. Saga und ich standen im Mittelpunkt der Geschichte. Sie war meine Co-Autorin. Das war der Anfang vom Ende. Wir waren Figuren in einer Horrorgeschichte und bewegten uns blindlings aufs Finale zu. Noch immer fehlte uns etwas. Ohne den Klicker waren wir verloren. Das letzte Hirschfest. Und dann kämen wir jetzt. Und dann kämen wir jetzt ins letzte Kapitel nochmal, oder? Ich denke schon. Ist das die Außenstelle? Ich kann da schnell laufen. Es ist der Gedankenraum. Meine Arbeit. Träum ich? Alles ist weg. Oh ja. Was zur Hölle passiert hier? Tatsache. Manuskriptseiten. Nein, meine Waffenverbesserungen. Außer meine Alex Casey Lunchboxen. Ich komme hier nicht weg. Was zum Teufel? Wieso kann ich nicht weg? Ich fühle mich abgeschnitten. Ich spüre niemanden. Nichts funktioniert. Ich kann nicht klar denken. Aha, Manuskriptseiten. Wir wurden geklaut. Wo ist alles? Ich habe alles verloren. Können wir Fernsehen schauen? Auch nicht. Tja, jetzt wird's langweilig. Ziele. Entkomme aus dem Gedankenraum. Suche noch einen Ausgang. Ja, bin ich doch dabei. Kann ich hier streicheln? Beruhige dich, Saga. Denk mal nach. Es muss eine Antwort geben. Karte keine schauen. Ja, jetzt. Das Dunkel hat Casey übernommen und mir den Klicker gestohlen. Ich weiß nur noch, wie er mich in den Cauldron Lake geworfen hat. Ich bin am dunklen Ort. Ich bin verloren. Wie komme ich hier raus? Was soll ich nur tun? Das war ich nicht. Oder? Was? Wen im Stich gelassen? Was passiert mit der Falltafel? Ja, ich wollte es auch sagen. Ah, wir machen mal Profiling über uns. Sie enttäuscht. Laut der Tafel hätte ich sie enttäuscht. Wer sind Sie? Ich habe alle enttäuscht. Logan, Casey, mich selbst. Das ist meine Schuld. Meine Tochter ist tot. Mein Partner fiel einem Monster zum Opfer. Und ich sitze im dunklen Ort fest, machtlos. Ich bin nicht nutzlos. Was geht hier vor sich? Das bin nicht ich. Casey. Casey. Ich habe Casey im Stich gelassen. Einfach so. Ich hätte für ihn da sein müssen. Aber ich habe eine falsche Spur verfolgt. Er brauchte mich. Und jetzt ist er ein Monster. Er brauchte mich. Logan. Ich habe meine Familie vernachlässigt. Die Fälle haben mich zu sehr gefesselt. Mir gefiel, wie gefährlich die Arbeit war. Und genau diese Gefahr hat mir meine Familie genommen. Und meine Tochter. Nein. Oh oh. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ach nö.